Willkommen zu Folge Nummer 3. Wir waren ein bisschen fleißig, kommt mal rein. Wir haben ein bisschen weitergearbeitet. Und zwar ist es so, hier ist die betroffene Wohnung. Links um die Ecke ist das betroffene Bad. Da gehen wir aber gleich noch rein. Ich wollte auch kurz was anderes zeigen. Wir haben weitere Schwierigkeiten gehabt hier im Treppenhaus. Und zwar hat die Feuchtigkeit halt alles von dem Badezimmer direkt hinterliegend hochgezogen. Man sieht hier schön, wo es nass gewesen ist, Mauerwerk. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Kasten. Hier war so ein Rabitzkasten drauf, den haben wir abgeschlagen. Putz komplett entfernt. Hier bis aufs Mauerwerk teilweise freigelegt, um ja, die ganze Feuchtigkeit, die ganze Schimmel loszuwerden im Treppenhaus. Das wollte ich auch kurz gezeigt haben. Jetzt gehen wir mal rein und wir gucken mal. Wir waren nämlich fleißig. Ich wollte mal zeigen, was wir in der Zwischenzeit gemacht haben. Nämlich, was passiert. So, vielleicht mal kurz zur Info. Das ist Folge 3. Falls du die Folge 1 und 2 nicht gesehen hast, macht es auf jeden Fall Sinn, einmal zu schauen. Ich verlinke dir oben die Videos da drin und unten in der Beschreibung nochmal, weil es macht ja keinen Sinn, mal Teil 3 zu starten. Guck mal hier, wir haben Badezimmer. Rohre komplett neu gemacht mittlerweile. Wir haben alle Zuleitungen neu gemacht. Es ist alles jetzt auf dem aktuellen Standard. Wir haben einen Geberitkasten eingebaut oder in dem Fall Grohe. Ich weiß nicht, ich nenne nur Geberit irgendwie aus Gewohnheit. Das heißt, wir machen hier Vorwandinstallation da drauf. Da ist das Hänge-WC, kommt dahin. Rohre sind komplett alle neu. Wir haben unten vom Keller angeschlossen. Wir haben den Vorteil, dass wir halt im Erdgeschoss sind. Das heißt, wir haben direkt alle Leitungen direkt von unten ziehen können. War also auch kein Problem dabei. Abwasser ist neu, wie ihr sehen könnt. Hier ist nachher vorgesehen, dass die Dusche hinkommt. Hier ist die Duscharmatur. Also hier ist alles neu. Wir haben die kompletten Fliesen ab. Wir haben, wenn ihr euch mal hier umdreht, Wand ist hier raus. Hier die Wandfliesen sind alle ab. Die ganzen Platten, die waren alle verschimmelt. Heizkörperinstallation haben wir vorbereitet. Man kann auf jeden Fall daran sehen, das wird ein Handtuchhalter. Das ist ja das, was man heutzutage so macht. Das heißt, der wird dementsprechend hier auf der Wand den Platz einnehmen. Hier kommt er halt hier so drauf. So, das heißt also, wir haben jetzt im Prinzip den kompletten Rückbau hier abgeschlossen. Alle Fliesen sind ab, alle Rohre sind neu. Frischwasser, also Kaltwasser und Abwasser ist komplett fertig. Es ist alles schon getrocknet. Das heißt, für uns für die nächsten Steps, wir würden hier anfangen zu verschalen, zu verkleiden, ebenso wie hier auch Riebesplatten drauflegen. Türzange haben wir noch drin gelassen, der können wir direkt gut anschlagen. Hier ebenfalls die Wand da rein. Die Deckenkonstruktion herstellen. Momentan seht ihr ja, hier ist so eine Holzkonstruktion drin. Die hat sich auch gelöst. Die hängt jetzt irgendwie hier runter. Wahrscheinlich hängt die noch am Kabel fest von einer Lampe. Die müssen wir noch komplett neu machen. Und dann werden wir nach und nach alles zurückbauen. Genau. Boden. Alle Fliesen sind runter. Man sieht den nackten Estrich. Man sieht aber so einen Fliesenkleber drauf. Das heißt also, da können wir auch im Prinzip schon hingehen, den Boden aufbauen, glätten, Ausgleichsmasse eventuell drauf. Ich weiß nicht, ob wir Gefälle haben oder nicht. Dann kann man den Boden vorbereiten, dass der Fliesenleger kommen kann und die Fliesen drauf können. Das wären so die nächsten Schritte dabei. Also Badezimmer ist auf jeden Fall jetzt vorbereitet, dass wir ja die Vorwandinstallation anfangen können und verkleiden können und ja, da weiterkommen können. Hier im Flur, hier ist noch ein Stück von dem Kasten, den ich gerade euch gezeigt habe. Das war so ein alter Kasten mit Holz noch gemacht. Heute gar nicht mehr zulässig, ne, aufgrund von Brandschutz. Wir haben hier noch, wir haben immer für den Winter haben wir Radiatoren, falls eine Heizung ausfällt. Wir haben da durch welche deponiert für Objekte, die in der Nähe sind. Das ist immer ganz praktisch, wenn die Heizung ausfällt und du Bauteile brauchst, die nicht da sind, dann haben wir halt immer Leihgeräte kostenlos zur Verfügung stellen. Genau, hier dasselbe nochmal. Wir müssen einmal die Platten ab, einmal neu verkleiden. Wird aber ziemlich schnell gehen. Die abgehängte Decke wird hier komplett einmal neu gemacht. Das ist ja quasi ein Bereich hier zwischen Flur, Badezimmer und Küche. Und dann ist im Prinzip auch schon die Wand, ja, muss man schauen. Ne? Aber im Prinzip kann man die schon dann vorbereiten, grundieren, Tiefengrund drauf und dann tapezieren und streichen. Küche ist momentan auch noch ja, ein bisschen Abstelllager. Wie gesagt, die Wand zum Badezimmer muss hergestellt werden. Die Decke, wie gesagt, das ist ja hier durchgehend in drei Räumen dasselbe Thema. Dieses alte Holzkonstruktion ist im falschen Abstand, die können wir nicht mehr übernehmen. Ne? Die Platten sind meistens 60 breit, das heißt, ich brauche 60er Abstände, die habe ich hier nicht. Das heißt, die werden wir wahrscheinlich auch dann damit auseinandernehmen müssen und neu abhängen. Die alten Türen noch, die müssen wir neu machen. Wie gesagt, die waren teilweise beschädigt, wie man hier sehen kann. Ich hoffe, das kriegt man gut drauf. Ne? Mechanisch eingedrückt.
Die hier unten hat Feuchtigkeit gezogen. Die stand im Wasser mit drin. Das war wahrscheinlich vom Badezimmer die Tür. Man sieht das ziemlich gut auch hier, wie das hier abblättert. Ne, die kannst du nicht wieder. Die kannst du nicht wieder einbauen. Ja, die kommen auf jeden Fall mit neu. Die kommen also auch weg. Ansonsten Küche, Fliesenspiegel fehlt noch, Decke fehlt noch, Boden ist überall dasselbe. Überall sind die Fliesen raus. Ein bisschen vom Restkleber sieht man noch und das war's. Genau. Im Prinzip ist das aber auch fertig danach. Wohnzimmer haben wir jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so viel gemacht, weil eigentlich die Hauptarbeit der Bereich des Badezimmers war. Hier ist auch noch der Kasten abgemacht worden. Warum? Wir haben Bleileitung gefunden im Kaltwasser, im Frischwasser. Das ist nicht zulässig. Ich glaube, seit 2004, 2005 ist Blei im Frischwasser nicht zulässig. Abwasser noch ja, Frischwasser nicht. Haben wir natürlich komplett neu rausgemacht, ist ja nicht zulässig, ist gesundheitsgefährdend, von daher muss man da auch öffnen. Das heißt, wir werden da abgefahren. Heizkörper, vielleicht kannst du mal kurz rangehen, das ist so ein alter Heizkörper, wie man die in den 70er, vielleicht 80er Jahre Stil gemacht hat. Das Problem, was die halt haben, ist, wenn man hier von der Seite guckt oder von oben, dann sieht man, die sind komplett an der Wand angebracht. Das heißt, die Hälfte der Heizleistung geht automatisch ins Mauerwerk, zur Außenmauer, wovon ich natürlich im Raum nichts habe. Ich meine, optisch ist es natürlich auch so eine Sache für sich. Ne? Die müsste man, ob man den jemals irgendwie so wieder schön lackiert kriegt, weiß ich nicht. Aber da ist auf jeden Fall das Einfachste, was wir machen werden, ist, wir werden den einfach dann demontieren und neuen anschließen, aktuelles modernes Gerät. Dann haben wir Platz gespart. Man braucht, glaube ich, auch nicht die Heizleistung, die der hat. Für den Raum, was haben wir hier, vielleicht 20 Quadrat oder sowas. Ist auf jeden Fall überdimensioniert und wie gesagt, ineffektiv und hässlich. Das heißt, den werden wir auf jeden Fall auch austauschen. Da sind ja ein paar Putzarbeiten. Also wir werden hier den Kasten wieder abkoffern. Hinten ist der Kamin noch offen. Hier ist noch jede Menge Putz abgefallen. Man müsste verputzen. Ebenso hier ist auch irgendwie ein Putz drauf, der noch geguckt werden müsste. Wir haben hier falsches Niveau. Das sieht man in den Steckdosen. Wenn man sehen kann, diese blaue Farbe war die letzte Farbe. Die ist deutlich weiter oben, man sieht es ja an meinem Daumen, bis zum Nagel hin, also so 3-4 cm zu tief ist die Steckdose, mit Abdeckung. Ne? Das heißt, wir werden die wahrscheinlich rausholen müssen, dann glatt spachteln. Ja, ansonsten, hier sind auch noch ein paar Ausbesserungen, hier sieht man das nochmal. Hier ist auch nochmal ein bisschen Putz aufzubringen, ne? Ein bisschen Putzarbeiten auf jeden Fall, auch überall hier in den Stellen ein bisschen lose. Aber das ist ja nicht der Rede wert, also die Hauptarbeit ist natürlich halt der Wasserschaden, den wir halt im Badezimmer gehabt haben, das ist die meiste Arbeit dabei. Und hier dann, sogar so wie es aussieht, haben wir sogar Glück, wir können wahrscheinlich die Decke 1:1 drin lassen. Da ist Raufaser drauf, die sieht auch gut aus, die ist nicht beschädigt. Also wenn wir Glück haben, werden wir sogar eine Decke nicht neu machen müssen. Das ist schon mal ein Highlight von dieser Wohnung hier, weil sonst alles eigentlich neu muss. Ne? Genau, ansonsten Estrich ist hier schon mal nackt. Wir haben hier, ich glaube, hier war ein Teppich drin, den haben wir komplett raus. Estrich sieht da super aus, schön glatt. Also hier können wir direkt auch was drauflegen. Wahrscheinlich wird hier ein Laminat oder wir legen sogar lieber irgendwie was Warmes rein. Also Laminat hat immer den Nachteil, es ist ein bisschen kalt. Wir sind im Erdgeschoss und unten als Keller. Das heißt so Linoleumboden vielleicht oder so ein irgend sowas in der Art, was ein bisschen weich und ein bisschen warm ist, werden wir auf jeden Fall hier reinsetzen. Genau. Hier werden wir im Flur wahrscheinlich und Küche und Badezimmer auf jeden Fall Fliesen reinsetzen auf dem Boden. Genau, das ist soweit alles, was wir gemacht haben oder wo es gerade steht. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Ansonsten freut euch auf den nächsten Teil, wenn es Teil 4 wieder kommt. Ansonsten, wie gesagt, wenn ihr nicht alle gesehen habt, gerne nochmal zurückspulen. Dann seht ihr nach und nach, wie wir das Objekt weiter verändern. Und ich denke mal so in 3-4 Wochen kommt das nächste Video dazu raus. Dann könnt ihr sehen, dann wahrscheinlich schon alles verkleidet sein. Die Wände werden zu sein und dann vorbereitet werden für den Fliesenleger. Seid gespannt. Ansonsten viel Spaß auf dem Kanal. Lasst ein Abo da. Und natürlich, wenn es gefallen hat, wenn es euch hilft. Oder wenn jemand kennt, der an sowas auch vielleicht Interesse hat und das vielleicht ihm weiterhilft. Gerne teilen das Video. Und natürlich einen Daumen hoch, darüber freue ich mich auch persönlich. Wenn ich sehe, dass das, was wir machen, euch gefällt und dass das ein Mehrwert für euch ist, dann gerne immer einen Daumen hoch. Ja, bis bald zum nächsten Video.